Ich habe jetzt dieses Headset, weil ich nicht gut reden und gleichzeitig stillstehen kann. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, Sie anzusprechen, und als Muttersprachler für Englisch ist es, glaube ich, meine Verantwortung, muss ich sagen, vielen Dank, dass wir Englisch sprechen dürfen. Okay. Es ist nicht meine Absicht, meine ganze Zeit mit der Geschichte des Vorsorgeprinzips zu verbrauchen. Es ist mir wichtiger zu analysieren, auf welche verschiedenen Arten dieses Konzept interpretiert worden ist und deswegen auch falsch dargestellt worden ist. Zunächst möchte ich sagen, es ist nicht nötig, das Wort Vorsorge oder Precaution zu verwenden oder über das Vorsorgeprinzip zu reden oder es zu unterstützen, um auf eine vorsorgliche Weise zu handeln. Es ist auch nicht ausreichend für ein vorsorgliches Handeln. Die Europäische Union behauptet, dem Vorsorgeprinzip verpflichtet zu sein, aber das macht sie nur selektiv und nur sehr selten. Wir haben nur eine homöopathische Dosis von Vorsorge. Gelegenheiten für Vorsorge gab es lange, bevor das Wort in Gebrauch kam. In Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien und zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten, als Autos aufkamen, gab es viel Sorgen, ob sie die Pferde scheu machen würden. Und es gab einen Parlamentsbeschluss, der sagte, dass 3 Menschen für jedes Auto verantwortlich sein müssten. Und jedes Auto, das sich bewegen würde, müsste begleitet werden, ihm voraus müsste mindestens 55 Meter vorausgehen, ein Mensch mit einer roten Fahne vorangehen, um andere Menschen auf der Straße zu warnen. Und diese Flagge sollte dauerhaft gezeigt werden, weil das sehr, sehr, sehr gefährliche Geräte sind, diese Autos. Sehr viel kürzlicher in den USA gab es das Delaney Amendment von 58 für das Gesetz über Medizin und Kosmetik. Und das sagte, dass die Behörde keine Zusatzstoffe in Lebensmitteln genehmigen sollte, die, von denen sich zeigt, dass sie Krebs erzeugen in Menschen oder nach Tests oder in Tieren. Und das war natürlich damals Vorsorge. Und ich habe das Thema in den frühen 70ern kennengelernt. Ich würde sagen, dass in den 1970ern die US-Politik sehr viel mehr auf Vorsorge ausgerichtet war als umgekehrt. Aber das hat sich nun seitdem stark umgekehrt. Im Jahr 1977 wollte die Regulierungsbehörde das Delaney Amendment umsetzen in ihrer Praxis. Und es gab eine sehr wichtige Studie, die zeigte, dass Saccharin in bestimmten Dosen eine Zunahme von Blasenkrebs in männlichen Ratten hervorrufen kann, besonders über 2 Generationen. Und die Regulierungsbehörde schlug vor, Saccharin in allen verarbeiteten Lebensmitteln zu verbieten, aber der Kongress hat das überstimmt und hat die Regelung beschlossen, dass Saccharin einfach ausgewiesen werden müsste in Lebensmitteln. Das ist nun ein Fall, wo Vorsorge ausgeübt wurde auf beiden Seiten des Atlantik, bevor das Konzept des Vorsorgeprinzips artikuliert wurde und bekannt wurde. Ah ja. Ich sage, dass als George Bush mit Hilfe von Tony Blair darauf bestand, im Irak militärisch einzugreifen im Jahr 2003, dass dies im Effekt etwas war, was sie als
vorsorglicher Ansatz bezeichnen würde, war, sie wussten noch nicht, dass es chemische Waffen gibt im Arsenal von Saddam Hussein. Und sie sagten, wir müssen nicht warten, bis wir den Beweis haben. Wir werden diese Beweise nach der Invasion finden. Und ich erinnere mich, einer der Gründe, warum sie so sicher waren, dass Saddam Hussein chemische Waffen hatte, war, wird dies aufgezeichnet? Ich sage es trotzdem. Der Grund, warum der Verteidigungsminister der USA so sicher war, dass der Irak chemische Waffen hat, war, weil als er als Monsanto repräsentativ nach Irak geflogen war, um über Preise und Lieferungen von den Bestandteilen zu verhandeln. Vorsorge wird oft dargestellt als eine Antwort auf Unsicherheit. Und das ist tatsächlich angemessen. Aber ich werde ein wenig anders argumentieren, denn Unsicherheit ist nicht die einzige Bedingung, die es angemessen macht, Vorsorge zu treffen. Und es ist nur sehr selten, dass Menschen abschätzen können, wie groß Unsicherheit tatsächlich ist. Ich habe über Sakharin gesprochen und ich habe ein erstaunliches Dokument gefunden. 1978 die National Academy of Sciences. Es gab natürlich Hinweise, dass es eine dosisbezogene Verbindung zu Blasenkrebs gibt in männlichen Ratten. Und verschiedene andere Gruppen hatten verschiedene Krebsraten und es gab diese Tierstudien und es gab Studien, In-vitro-Studien mit Bakterien in Petrischalen. Da gab es ein bisschen Hinweise, dass Saccharin vielleicht mutierend wirken kann, in bestimmten Kombinationen, nicht in anderen. Es gab epidemiologische Hinweise. Also gab es nun den Wunsch, dass es eine obere und untere Grenze gibt für das Ausmaß des Risikos. Und dies hier ist eine Zusammenfassung von dem, was Sie herausfanden. Wenn die Population der USA weiterhin Saccharin aufnimmt, über eine durchschnittliche Lebenserwartung, durchschnittliche Dosis, und dann es ist unwahrscheinlich, dass weniger als 0,22 extra Todesfälle und unwahrscheinlich, dass es mehr als 1.144.000 extra Todesfälle geben würde. Also irgendwo dazwischen. Das ist also ein Einblick in das Ausmaß der Größe, in die Größe der Unsicherheit. Und ich glaube nicht, dass Saccharin nun besonders Unsicherheit ist, sondern was außergewöhnlich ist, dass hier die Schätzung durchgeführt wurde. Und ich denke, das ist ein erstaunliches Ergebnis, die fast niemals erwähnt wird. Denn es ist so peinlich für die chemische Toxikologie. Ich bin im Jahr 74 in dieses Feld hineingestolpert und 1985 habe ich den Mut zusammengenommen und bin auf der ersten Konferenz gegangen, chemische Toxikologie, und war in der ersten Kaffeepause. Und dann stand ich neben einem führenden Professor und fragte, was ich 10 Jahre verwirrt hat, was ist eigentlich die Relevanz von Mäusen und Ratten für Menschen? Und die Antwort war die ich am wenigsten erwartete. Das weiß ich nicht besser als Sie. Also es gibt hier eine Menge Magie und man glaubt bestimmte Ergebnisse und wischt andere beiseite. Ah ja, hier ist noch etwas Unsicherheit. Man denkt, etwas ist sicher und es zeigt sich, oh nein, nein, überhaupt nicht. Ich werde jetzt nicht über den Brexit sprechen. Aber einer der Argumente in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, ist, was würden denn die Konsequenzen sein, wenn die UE verlassen wird? Gibt es dann ein Freihandelsabkommen mit den USA, wo die Standards für Lebensmittel sehr viel schlechter sind? Und das kristallisierte sich um das Thema der Chlorhühnchen, die bekannt sind, weil die Haltungsbedingungen so dreckig sind in den USA, dass es sehr viele Bakterien gibt und viele Produkte werden deswegen mit Desinfektionsmittel behandelt. Und dieses erstaunliche Papier kam letztes Jahr heraus und zeigte, dass
dass die Chlorverbindungen, die den USA verwenden, weil sie es behaupten, dass es ein Desinfektionsmittel ist, dass diese Chlorverbindungen völlig wirkungslos sind. Sie töten nicht die Bakterien, sie blockieren nur den Standard-Kulturtest, der üblicherweise verwendet wird, um die Präsenz der Bakterien zu bestimmen. Und das ist vielleicht ein Grund, warum die Anzahl der Lebensmittelvergiftungsfälle in den USA ungefähr 10-mal so hoch ist wie in Europa. Ja, dies ist auch hier sehr seltsam. Es gab einen Versuch von diesem Autor hier, Alan Mazer, der versuchte, das Vorsorgeprinzip populär zu machen in den USA und eine sehr technokratische Interpretation zu etablieren. Schauen wir uns also ein mögliches Risiko, eine Bedrohung an, berechnen wir, was die Kosten von Vorsorgemaßnahmen sein würden und was die Kosten wären, wenn man diese Vorsorgemaßnahmen nicht trifft, und dann schauen wir, wie sich das vergleicht. Aber dies setzt voraus, dass die Hinweise vorhanden sind, und diese Analyse wird unterminiert als eine, die tatsächlich sehr, sehr wichtig ist für Vorsorge, und das ist Rinderwahnsinn, BSE, Mukapatza, wie auch immer, welchen Namen auch immer Sie verwenden. Rinderwahn wurde zuerst identifiziert in dem Vereinigten Königreich im Jahr 1985, und innerhalb von 6 Monaten war klar, dass dies eine übertragbare Infektion ist, die durch Tierfutter übertragen wird. Und wenn zu dieser Zeit Vorsorgemaßnahmen getroffen worden wären und alle Tiere, die mit infiziertem Futter gefuttert werden, geschlachtet worden wären und die Lebensmittelkette gesäubert worden wäre, dann hätten man etwa 20 Millionen Pfund Kosten gehabt. Aber wenn sie das getan hätten, dann würden wir niemals wissen, ob BSE sich auf Menschen überträgt. Also die neue Variante von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit hätte niemals sich gezeigt. Und die Beweise, die zeigten, dass diese 20 Millionen Pfund tatsächlich eine wertvolle Investition waren, die Beweise hätte sich niemals gegeben. Tatsächlich ist es so, dass in den späten 90er Jahren es 20 Milliarden gekostet hat, nur für den öffentlichen Sektor. Also wir reden hier nicht über den Privatsektor, die Bauernhöfe. Also eine tausendfache Rendite sozusagen oder tausendfache Verstärkung der Kosten. Aber wir hätten keinerlei Hinweise, keine Beweise dafür gehabt, wenn die Vorsorgemaßnahmen getroffen worden wären. Also ein epistemologisches Problem hier. Ein Erkenntnisproblem, das Konzept von Mays also wird hier torpediert. Vorsorge wurde zuerst ins Gesetz gebracht in dem Vertrag von Maastricht 1992, und es besagt, dass die Umweltpolitik unter anderem auf dem Vorsorgeprinzip basieren sollte. Es sagte nicht, dass das Vorsorgeprinzip für irgendwelche anderen Politikfelder relevant sein könnte. Während der Rinderwahnsinn-Krise von 1985 bis 1996 im Vereinigten Königreich und dann bis zum Ende des Jahrhunderts, besonders in Deutschland, wurde das Vorsorgeprinzip niemals verwendet. Vor etwa 10 Jahre lang wurde behauptet, im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Gemeinschaft, dass Rinderwahn BSE sicherlich kein Risiko habe. Es gab hier im ersten wissenschaftlichen Bericht die etwas unglückliche Aussage, dass das Vieh ein Dead-End-Host sein könnte, also Sackgasse-Host. Aber seitdem nahmen die Hinweise zu, dass eine Übertragung auf andere Arten möglich ist, und das wurde nie anerkannt für sehr lange Zeit. Und Mad Max, das ist der unglückliche Name, den eine Katze erhielt in Bristol, die spongiforme die gestorben ist. 2 Jahre später zeigte sich, dass BSE in die Nahrung von Zootieren für 8 verschiedene Arten gelangt war.
so viel in diese Behauptung auseinander, dass es keine Übertragung geben könnte. Und dies wurde gesagt, weil versucht wurde, die Viehindustrie, die Fleischindustrie und die Milchindustrie zu schützen vor dem Verlust des Verbrauchervertrauens. Und nachdem dann nach März 1996 das Vorsorgeprinzip verwendet wurde, wurde es auf ähnliche Weise begründet, nämlich als nötigen Schutz für diese Industrien, für diese Branchen. Es war im März 1996, als diese Story explodierte und Menschen Kreuzfeld-Jakob-Krankheit hatten. Es gab diese sehr, sehr unglückliche Anzeige in einer Metzgerei in Brüssel. Bitte schwief, you won't get better, was auch heißen kann, sie werden sich nicht erholen. Und es war also tatsächlich die BSE-Krise in den Vereinigten Königreich und Europa, die dafür sorgte, dass das Vorsorgeprinzip höher gelangte in die Prioritäten der Politik. Es gab die Aarhus-Konvention von 1998 und im Artikel 199 des Vertrags von Lissabon wurde das Vorsorgeprinzip etabliert. Und wir wissen, was die EU-Kommission 2001 sagte in der Kommunikation über das Vorsorgeprinzip. Vorsorge nimmt an, dass eventuelle gefährliche Effekte aus einem Phänomen entstehen können und dass ein Produkt oder Prozess identifiziert ist und dass wissenschaftliche Studien das Risiko nicht ausreichend sicher abschätzen können. Und dies ist optional, nicht verpflichtend. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich wieder ansprechen werde. Und das ist sehr wichtig für den Gegenvorschlag, das sogenannte Innovationsprinzip. Es gab eine sehr interessante Antwort der EU-Kommission, nachdem die BSE-Krise in den 1990ern entstanden war. In den frühen Jahren dieses Jahrhunderts führte die Kommission die Förderung neuer Forschung bezeichnet haben. Im sechsten Forschungsrahmenprogramm. Sie sagten, die BSE-Krise ist, als ob man durch den Wald stolpert und in eine Elefantenfalle fällt, die niemand vorher gesehen hat. Naja, die Kommission hat es nicht gesehen, andere schon. Und die Kommission wollte nun diese neuen Arten von Forschung fördern, um schnell einzuschätzen, neue Entdeckungen, neue Phänomene, die vielleicht neue Risiken hervorrufen könnten und angemessene Antworten auf diese Risiken zu finden. Und ich fand, dass das eine sehr interessante und wichtige Initiative war in der Forschungspolitik. Teil einer Initiative, die sich NEST nannte, also Neue und Aufkommende Wissenschaft und Technik. Und interessant wurde dieses NEST dann umgeformt in den Europäischen Forschungsrat. Dies war die Keimzelle des Europäischen Forschungsrats, aber die Idee von Forschung in Voraussicht auf Risiken, die ist fallen gelassen worden. Ich finde keine Erwähnung mehr in irgendwelchen europäischen Politikdokumenten. Der einzige Ort, wo ich das fand im Web, war strategische Militärforschung in den USA. Also in Sachen öffentliche Gesundheits- und Umweltforschung ist das liegen gelassen worden. Und ich fand, dass dies ein Schlüsselteil des Vorsorgeprinzips eigentlich sein müsste. Ja, okay, das ist also im Video. Und die Generaldirektion Umwelt in der EU-Kommission hat, die Diskussion soll um aufkommende Risiken sich drehen. Und ein Offizieller in der Generaldirektion Umwelt sagte, wir haben viel Druck, nicht auf die Suche nach potenziellen Risiken gehen für Sachen, die noch nicht entwickelt worden sind. Dann haben wir Schwierigkeiten mit dem Präsident der Kommission. Junckers Ansatz ist, dass es Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit geben soll. Und wir wollen hier keinen Ärger haben. Also halten Sie den Kopf tief und öffnen Sie nicht den Mund. Das ist also nun das, was die Generaldirektion Umwelt zu hören bekam. Das Vorsorgeprinzip ermöglicht es,
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, aber es verlangt es nicht. Und außerdem ist es falsch, besonders in den USA, in der US-Regierung, die sehr feindlich gegenübersteht gegenüber der Aufnahme des Vorsorgeprinzips in europäische Politik, weil sie sagen, dass Innovation blockiert wird und so weiter und solchen Unsinn. Der Europäische Gerichtshof hat aber entschieden, dass Schutzmaßnahmen nicht auf einem rein hypothetischen Ansatz basiert sein können. Es muss Beweise geben oder Hinweise geben. Das wird also oft falsch repräsentiert. Es geht nicht darum, ein Null-Risiko-Level zu verfolgen. Das wäre nicht zulässig laut dem Europäischen Gerichtshof. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, dass das Vorsorgeprinzip bei der Europäischen Kommission selektiv und, wie ich sagen würde, opportunistisch hervorgeholt wird. Und der Europäische Gerichtshof hat tatsächlich seine Anwendung erweitert, auch auf öffentliche Gesundheitsanliegen, auch außerhalb von Umweltthemen. Also Beispiele, in denen es verwendet wurde, von Themen, in denen das Vorsorgeprinzip angewendet wurde in der EU, Neonicotinoide, Nanotechnologie, genetisch veränderte Pflanzen, persistente bioakkumulative und giftige Substanzen, Biotopschutz und Bezug auf Bedrohungen, nicht einfach nur Risiken von aktiven Pestizidbestandteilen, aber nicht für Produkte, die einen massiven Markt haben, Glyphosat, Aspartam oder Schwefelhexafluorid. Ich werde jetzt nicht viel über Glyphosat sagen, aber etwas über Aspartam möchte ich sagen. Ein Thema, zu dem ich zurückkehren werde in einem offenen Meeting für den unwahrscheinlichen Fall, dass Leute aus der Öffentlichkeit hier in Massen hereinkommen. Also, es ist bekannt, dass ich mich sehr kritisch geäußert habe über die Risikoabschätzung der EU-Kommission über den Süßstoff Aspartam. Das war im Jahr 2013. Aspartam ist sehr weit verwendet in tausenden verschiedenen Produkten, aber am häufigsten in Diät-Cola-Getränken. Okay. Dies ist eine Tabelle, die ich hergestellt habe, und es zeigt, dass innerhalb der Diskussion über Aspartam hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 81 Studien sich angeschaut, die nicht sagten, dass Aspartam giftig sein könnte, und 73 Studien, die andeuteten, dass es giftig sein könnte. Und von diesen 81 Studien, die keinen Schaden, keine Bedrohung andeuteten, sagte die EU-Kommission, dass 62 davon verlässlich seien, 19 nicht verlässlich. Und naja, es ist natürlich wahr, wenn man jetzt irgendwie Ratten für 20 Minuten etwas aussetzt, dann ist das vielleicht nicht verlässlich. Also es wurden einige Studien herausgenommen. Und dann gab es auch zwei Studien, bei denen es gewisse Widersprüche in der Bewertung gab. Aber im Vergleich zu diesen 73 Studien, die eine Bedrohung, eine Schädlichkeit andeuteten, war die Anzahl, die als unverlässlich angesehen wurden, war 73, und null wurden als verlässlich angesehen. Wie kann es sein, dass die einen Studien so unglaublich viel verlässlicher sind als die anderen? Und die Studien sind in vielen Fällen völlig pathetisch. Also es gab eine Studie einer großen Population, in der es dann hieß, der Effekt ist vielleicht aufgrund irgendeines nicht erkannten Kofaktors. Es wurde einfach eine Studie abgelehnt mit Argumenten wie, vielleicht gibt es einen Kofaktor, einen unbekannten Kofaktor. Switch off energy saving.
Meine Analyse dieser Studien ist, dass die meisten dieser Studien, die eine schädliche Wirkung andeuten, dass viele von denen sehr viel gründlicher vorgegangen sind. Interessanterweise waren fast all die Studien, die keinen Schaden andeuteten, wurden von Menschen durchgeführt, von Organisationen, die ein kommerzielles Interesse an dem Produkt haben, und die meisten der Studien auf der Gegenseite waren von Unabhängigen durchgeführt worden. Und ich denke, das ist nun die Antithese eines Vorsorgeprinzips, wo also keine der Hinweise auf mögliche Schädlichkeit als verlässlich angesehen wird. Nun ja, wir wissen, dass die EU-Kommission eine technokratische Institution ist, die behauptet, neutral und objektiv zu sein. Und technokratische Institutionen haben wirklich ein Problem mit Unsicherheit. Weil Unsicherheit, also Beweise und Fakten können dann nicht entscheidend sein für Politik. Wenn es Unsicherheit gibt in der Wissenschaft, dann haben Entscheidungsträger, den müssen sie Verantwortung übernehmen für ihre Entscheidungen. Entscheidungen, die vielleicht keinen sichtbaren Effekt haben. Ich trage keinen Tratsch weiter, deswegen werde ich das nur einmal sagen hier. Als der erste Vorsitzende der britischen Lebensmittelsicherheitsbehörde ins Amt kam, wurde er vom Minister eingeladen. Ich war nicht im Raum, aber Leute, die dort waren, haben es mir gesagt. Und Professor John Krebs, Professor der Zoologie der Oxford-Universität. Und es sollte hier der Eindruck geweckt werden, dass die Lebensmittelsicherheitsbehörde eine rein wissenschaftliche Organisation sein könnte. Der Staatssekretär stand auf und sagte: Professor, ich möchte, dass Sie erkennen, dass ich nicht zögern würde, Sie als mein Schild zu benutzen. Dies sind Politikthemen, aber ich werde keine Verantwortung übernehmen. Sie werden verantwortlich gemacht werden. Also, ich war daran beteiligt, den ersten Vorschlag für die Lebensmittelsicherheitsbehörde zu schreiben. Und es sollte eigentlich darum gehen, die Verbraucher zu schützen, nicht die Minister. Ja, also technokratische Institutionen versuchen normalerweise, Unsicherheit zu verdecken, zu ignorieren oder abzuweisen. Und deswegen wurde Sakharin niemals erwähnt, diese Studie, weil es einfach zu peinlich war. Diese sehr breite Unsicherheit über die Auswirkungen. Also, man kann mit Unsicherheiten zurechtkommen, die mit ein bisschen mehr Forschung dann vielleicht in den Griff bekommen werden kann, aber Unsicherheiten, die grundlegender sind, sind enorme Schwierigkeiten. Es gibt also jetzt Tonnen von Hinweisen über Regulierungsbehörden in Gesundheit und Umwelt, die also Unsicherheiten verdecken, ignorieren oder abweisen. Und Vorsorge hat natürlich etwas mit Werten und Interessen zu tun. Und technokratische Institutionen möchten Diskussionen haben, möchten Risiken herunterbrechen auf enge und handhabbare Teilmengen. Ein Aspekt einer technokratischen Interpretation ist, dass Vorsorge überhaupt nichts zu tun hat mit Risikoabschätzung. Es geht nicht um Wissenschaft überhaupt. Es entsteht nur, wenn Wissenschaft die Politik, die Entscheidungsträger auf Risiken hingewiesen werden, und dann ist das Vorsorgeprinzip nur für die Entscheidungsträger, nicht die Wissenschaftler. Und ich denke, das ist ein ernsthafter Fehler. Ich möchte behaupten, dass Risikoabschätzungen mehr oder weniger vorsorglich sein können, abhängig von ihrer Breite, ihrem Ausmaß. Ich habe noch einige Diagramme. Dies ist eine
gegenwärtige Orthodoxie, über die Rolle von Wissenschaft und Politik in Risikoabschätzung. Die Wissenschaft befüttert die Risikoabschätzung und das System ist linear und einseitig ausgerichtet. Also zum Beispiel gibt es eine Richtung von der Wissenschaft über das Risikoabschätzung in die Politik, aber nicht umgekehrt. Und man sieht, dass sich hier diese kalte blaue Farbe für den wissenschaftlichen Teil der Risikoabschätzung habe und rot für die Hitze der Politik. Und das ist eine Orthodoxie, die aktuell verwendet wird und die meiner Ansicht nach sehr grundsätzlich ein falsches Bild vermittelt. Und ich werde hier die Mängel zeigen, hier meine grafische Darstellung, was ich für eine realistischere Repräsentation halte, nämlich, dass die Wissenschaft eine wichtige Rolle spielt in der Handhabung von Risiken, aber nicht wissenschaftliche Anliegen, soziale und ähnliche, geben den Rahmen für Risikoabschätzungen. Und sie beeinflussen, welche Fragen gestellt werden und welche Antworten gegeben werden durch die Wissenschaft. Und das wiederum hat einen Einfluss auf das Risikomanagement auf sehr orthodoxe Weise. Aber es gibt hier eine gegenseitige Interaktion. Und diese Risikomanagement-Framing-Annahme ist immer wieder vorhanden, aber sie wird nur sehr, sehr selten zugegeben und oft verdeckt. Es gibt ein nützliches Vokabular, in der Kommission, die Lebensmittelsicherheit im Rahmen der Welthandelsorganisation festlegt. Und Codex, diese Organisation, sagte, dass die Bestimmung von Risikomanagementpolitik eine spezielle Komponente von Risikomanagement ist. Die Politik des Risikomanagements legt fest, welche Fragen gestellt werden sollten. Man sollte von Risikomanagern vor dem der Risikoabschätzung und in der Konsultation mit Risikoabschätzern und allen anderen Parteien stattfinden. Also Wissenschaft operiert nicht in einem Vakuum, kann nicht in einem Vakuum operieren, sondern wird von allen möglichen normativen Anliegen bestimmt. Das wird aber sehr selten zugegeben. Und ich glaube, dass es zumindest drei Haupttypen dieser Risikoabschätzungspolitiken gibt: substantiv, prozedural und interpretativ. Substantiv ist also, was zählt als Risiko? Und das wiederum beeinflusst, was als relevante wissenschaftliche Beweise anerkannt wird. Nehmen wir ein Beispiel aus der Elektronik. Als die Risiken von Mobiltelefonen eingeschätzt wurden, dann war es klar, dass es um Mikrowellen geht, also was ist der Effekt von Mikrowellenstrahlung auf den Kopf, wenn man Mobiltelefone an den Kopf hält. Natürlich haben wenige Leute Lust, ihren Kopf in eine Mikrowelle zu stecken und sie einzuschalten. Also das sind thermische Effekte und die Ergebnisse waren, ja, die Temperaturänderung im Kopf als Ergebnis von Mobiltelefongebrauch ist etwa so, ungefähr so, wie wenn man einen Hut aufsetzt oder abnimmt, also kein Problem. Aber Mikrowellen haben nicht nur thermische Effekte, sie haben auch elektromagnetische Effekte. Aber wir wissen nicht, wie wir diese Effekte einschätzen sollen. Und typischerweise beschränkt sich die Risikoeinschätzung von Mobiltechnologie auf die thermischen Effekte und ignoriert die elektromagnetischen. Was ist also die Substanz des Risikos, das eingeschätzt werden soll? Und der Verfahren, der prozedurale Ansatz, wie sollen also Risikoabschätzungen durchgeführt werden und die Interpretation, wie werden die Ergebnisse interpretiert? Und ich behaupte, dass eine Risikoabschätzung, die einen breiten Raum von Risiken verwendet, also zum Beispiel elektromagnetische ebenso wie thermische Risiken, dass das mehr vorsorglich sein wird als eine, die nur auf einer Teilmenge der Risiken sich fokussiert. Eine Abschätzung, die öffentlich zugängliche Daten verwendet,
Und offene Prozeduren ist mehr vorsorglich als eine, die auf nicht publizierte Studien und Daten sich stützt und nur hinter geschlossenen Türen verhandelt wird. Eine Risikoabschätzung, die bewusst versucht, falsche negative ebenso wie falsche positive zu entdecken, wird mehr vorsorglich sein als eine, die das nicht tut. Also, Risikoeinschätzungen können mehr oder weniger vorsorglich sein. Das Vorsorgeprinzip ist also nicht nur im da oder nicht da im Risikomanagement. Wir haben jetzt einen Versuch, die begrenzte Anwendung des Vorsorgeprinzips weiter zu unterminieren durch die Einführung dieser Idee eines Innovationsprinzips, das vom Europäischen Risikoforum, European Risk Forum, eine Fassadenorganisation für die chemische Tobacco- und fossile Brennstoffeindustrie. Ich denke, es sollte man nicht eine Lobby nennen, eine Lobbyorganisation nennen, weil das würde voraussetzen, dass da von außen versucht wird zu beeinflussen, was im Inneren passiert. Nein, oft sind die Industrierepräsentanten auch auf der Innenseite. Also, das European Risk Forum, wie sie sich gerne nennen, hat nun dieses Konzept gestartet und hat inzwischen die Unterstützung des Europäischen Rates gefunden und von verschiedenen EU-Präsidenten auch unterstützt worden. Und die Absicht hier ist es, Regulierungen, die das Vorsorgeprinzip verwendet haben, zu unterminieren. Und es ist, und sie behaupten, dass das Prinzip auch vom Europäischen Gerichtshof, ja, Vorsorge ist vom Europäischen Gerichtshof unterstützt worden, aber in dem Ausmaß, in dem Vorsorge verwendet worden ist, würde ich sagen, das handelt sich um eine sehr begrenzte Errungenschaft. Also, all diese Folien werden auf der Konferenz-Website sein. Um Zeit zu sparen, gehe ich ein bisschen voran. Dies hier ist interessant. Was Sie möchten, das ist etwas, was ich vorher gesagt habe, das Vorsorgeprinzip ist ja angeblich optional, also es kann verwendet werden, aber muss nicht unbedingt verwendet werden. Aber das EF möchte, dass das Innovationsprinzip immer dann, wenn Politiken entwickelt werden. Und es sollte, ja, es soll verwendet werden, um Innovation zu schützen. Aber das Vorsorgeprinzip behindert Innovation nicht. Es richtet Innovation neu aus in Richtung auf sichere Innovation. Und das ist also sehr wichtig, dass die Charakterisierung verändert wird. Diese Leute behaupten, dass gesetzliche Unterstützung für das Innovationsprinzip besteht, aber das Argument überspringe ich, die Zeit ist kurz. Ich sehe, dass der Versuch, das Innovationsprinzip einzuführen als eine Übung in etwas, was man eigentlich das Einfangen von Regulierung nennen sollte. Industrie versucht hier einzufangen, die Institutionen, die das Ziel haben, Industrie zu regulieren. Das Prinzip wurde in den USA in den späten 1950ern eingeführt von Corporate Capture. Aber es geht ja nicht nur um das Einfangen durch die Wirtschaft. Sie möchten dies nicht nur einführen, sondern in selben Institutionen verankern, die sonst noch das Vorsorgeprinzip ausführen sollen. Das ist gefährlich. Ich habe das Beispiel BSE genannt. Der Grund, warum BSE-Politik so ein Desaster war, sowohl in dem Vereinigten Königreich in der Regierung als auch in der EU-Kommission dieselben Teile der Verwaltung zuständig waren für den Schutz der öffentlichen Gesundheit und für die Förderung der Industrieinteressen. Und das Ergebnis war, dass sie in beiden Zielen versagt haben, katastrophal versagt haben. Und dasselbe gilt für Fukushima. Es gab ein und dieselbe Abteilung in der japanischen Regierung, die gleichzeitig die Sicherheit von Atomanlagen sicherstellen sollten und
Atomkraft fördern sollte. Das ist also ein Rezept für Probleme. Und das ist genau das Problem, das hier wieder eingeführt werden soll. Es ist außerdem interessant, ich glaube, die Vertreter des Innovationsprinzips haben eine schwere Arbeit, weil der Europäische Gerichtshof gesagt hat, dass öffentliche Gesundheit Priorität haben sollte über wirtschaftliche Anliegen. Ich möchte noch dieses wunderbare Zitat euch geben. Ich habe ein Buch gefunden in der Bibliothek der University of Sussex und das ist ein Genuss. The Regulation Game, also das Regulationsspiel, ein wunderbares amerikanisches Produkt von Industriellen über die Frage, wie man Regulierung unterminiert. Und das ist also ein wunderbares Zitat. Sehr wichtig für Wissenschaft. Die Regulierungspolitik wird zunehmend mit Experten zusammengemacht. Eine regulierte Firma oder Industrie oder Branche sollte sich darauf vorbereiten, immer womöglich diese Experten zu kooptieren. Und das effektivste Art, das zu tun, ist, dass die führenden Experten identifiziert werden und sie als Berater verpflichtet werden oder Berater und ihnen Forschungsförderung zu geben. Das braucht eine gewisse Finesse. Es darf nicht zu offensichtlich für die Experten selbst sein. Sie dürfen nicht erkennen, dass sie ihre Objektivität verloren haben und ihre Handlungsfreiheit. Zumindest wird ein Programm dieser Art die Bedrohung reduzieren, dass die führenden Experten Aussagen gegen die Interessen der regulierten Firmen. Und ich habe also teilweise Berater, Experten für Regierungen konfrontiert, die entsprechend bezahlt waren. Die sagten Dinge, ich sage doch nicht Dinge, was ich sage, weil ich Geld dafür kriege. Und ich sagte, ja, vielleicht nicht. Aber warum sie das sagen, sind sie die Leute, die sie aussuchen und unterstützen, um in diesen Komitees teilzunehmen. Und sie sind also ganz oft völlig, völlig unschuldig, haben keine Ahnung, was sie für einen Bias haben. Also ich habe ein Komitee für Toxizität erlebt und ein Mitglied des Ausschusses, der am Anfang ein finanzielles Interesse offengelegt hatte in der chemischen Pestizidindustrie, sagte, naja, wir haben eine besondere Verantwortung, um einen Falsch-Positiv-Fall zu vermeiden. Was? Ich war die einzige Person, die sich gewundert hat. Wir müssen uns also jetzt bemühen, um Gründe zu finden, warum wir diese Hinweise ignorieren sollen, oder was? Und die Antwort war, das ist doch einfach ordentliche Wissenschaft, das ist nicht kommerzieller Bias. Also das ist unglaublich. Die Herausforderung, das Einfangen der Wirtschaft zu identifizieren und offenzulegen und zu verringern, ist eine endlose Aufgabe. Das Vorsorgekapitel ist wichtig, weil es gegen den Kampf gegen wirtschaftliches Einfangen auch unterstützt. Und Enterspolitik ist etwas, was wir alle unterstützen und können und unterstützen, denke ich. Und das hilft, dieses Ziel zu erreichen und wir brauchen Durchhaltevermögen und wenn ein Vorsorgeprinzip breit implementiert werden soll, dann müssen wir aufmerksam bleiben und engagiert bleiben. Und Sie kennen vielleicht die Abkürzung NGO für Non-Governmental Organization. Aber wir haben Unterschiede zwischen NGOs mit Geschäftsinteressen, die wir Bingos nennen, und öffentliches Interesse NGOs, die wir Pingos nennen. Also Business Interest und Public Interest NGOs. Vielen Dank. Danke für diesen sehr inspirierenden Vortrag. Ich bin ein früherer Regulierer. Bitte sehr. Vielen Dank für diesen sehr inspirierenden Vortrag. Und sehr schockierend auch, zu sehen, diese Unterminierung zu sehen und das Versagen bei der Anwendung von angemessener Vorsorge und die Dichte, in der Sie das hier vorgetragen haben. Sie erwähnten
Sie erwähnten anticipatory research, also vorausschauende Forschung, etwas, was ich lange nicht mehr oder noch nie gehört habe. Und Sie vermitteln den Eindruck, als ob diese vorausschauende Forschung irgendwann mal eine akzeptierte und respektierte Form der Forschungsaktivität gewesen sei. Und ich frage mich, oder zumindest akzeptiert, wann wurde es, heute würde dies als Antiwissenschaft charakterisiert werden. Es hat sich also bewegt von etwas, was zumindest akzeptiert und vielleicht auch respektiert war. Man konnte Geld dafür dann bekommen. Und es wurde dann irgendwann das genaue Gegenstück, eine Antiwissenschaft. Und das ist das, was wir im Bereich des Risiko der Forschung sehen. Wenn wir Risikoabschätzung durchführen, also ein vorausschauendes Risikoabschätzung, das wird oft als nahe der Esoterik und Antiwissenschaft dargestellt. Wann ist diese Verschiebung passiert? Wann wurde es von etwas Akzeptiertem zu Antiwissenschaft? Und hat die Gentechnikdebatte dies unterstützt oder nicht? Können Sie bestimmte Felder identifizieren, die hier den Umschwung gebracht haben? Mein Gedächtnis ist nicht perfekt, aber meine Erinnerung ist, dass ich nenne, was ich vorausschauende Forschung nenne, wurde im Bereich vom Forschungsrahmenprogramm 6 etabliert und etwa 10 Millionen Pfund insgesamt wurden zugewiesen oder zugeteilt. Und ich habe keine Ahnung, wie viel von diesen 10 Millionen Pfund tatsächlich ausgegeben wurden. Ich denke, vielleicht 3 oder 4 Millionen. Und das hielt vielleicht an von 2002 bis 2004 und dann verschwand es. Und ja. Die neuen und aufkommenden Wissenschaften und Technologieprogramme, die ich erwähnt habe, dies wurde dann umgebaut in das, was später der Europäische Forschungsrat war. Also wenn es darum geht, wann die Forschung in Gentechnikrisiken eine entscheidende Rolle gespielt hat und als vorausschauende Forschung aus der Tagesordnung herausfiel, der Kontext über die akzeptierte Sicherheit von Landwirtschaftstechniken, das begann früher, in den späten 90er Jahren. Ich hatte niemals die Gelegenheit, im Detail herauszufinden, zu erforschen, wie vorausschauende Forschung herausgenommen wurde. Es gibt ein Buch über die Entwicklung des Europäischen Forschungsrates von William Cannell, C-A-N-N-E-L-L, und er weiß das wahrscheinlich besser als irgendjemand. Ich denke, dass vielleicht die Debatte über Agri- und Biotechnologie hier eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube nicht, dass dies das einzig verantwortliche Feld war. Die Kommission hat versucht, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum herauszustellen. Danke, Eric, und danke, Andreas. Vorausschauende Forschung ist tatsächlich heutzutage eines der Prinzipien, das in dem Begriff von verantwortlicher Forschung und Innovation enthalten ist. Und Schombeck zum Beispiel war involviert in diesem Prinzip in der Kommission. Und wenn er also morgen sprechen wird, möchte ich also nur noch sagen, wir können dann vielleicht mehr herausfinden. Ich möchte hier nur anmerken, dass dieser Begriff von vorausschauender Forschung etwas ist, was, wie soll ich das sagen, nicht wirklich implizit. Es ist tatsächlich eine wichtige
nötige Grundlage von Forschung. Es ist ein Blick auf möglichen Nutzen, also das Versprechen, das wir immer wieder hören, für viele Jahre gehört haben im Bereich der Gentechnologie. Das Versprechen und das Vorausblicken auf Nutzen wird üblicherweise als forschungsbasiert dargestellt, aber das ist es nicht, das ist ein Experiment. Und diese Experimente, die jetzt für Gentechnik 20 Jahre oder mehr zurückreicht, sind fehlgeschlagen. Wo ist der Hinweis auf den Nutzen, der versprochen worden ist? Also vorausschauende Forschung hat viele Dimensionen, die wir erforschen müssen oder die wir uns genauer anschauen müssen. Und wir werden die Möglichkeit hoffentlich in den nächsten Tagen haben dazu. Ja. Danke, Brian. Und René konnte hoffentlich Angelikas Frage für mich ein bisschen beantworten. Aber die Befürworter von Agri- und Biotechnologie würden argumentieren, dass der einzige Grund, warum diese Technologien nicht bereits jetzt die hungernde Welt füttert, ist wegen Gegnern wie uns. Hört auf, dagegen zu sein. Das ist ihre Analyse. René, kannst du da noch was zu beitragen? Ja, danke, Eric. Ja, du weißt, dass ich dich respektiere, deswegen möchte ich nicht zu sehr gegen dich angehen, aber ich möchte einige deiner Sorgen dir vielleicht wegnehmen. Vielleicht ist das also... Ich will nicht sagen, dass es keinen Grund gibt, sich Sorgen zu machen, denn tatsächlich, ich werde das ansprechen in meinem Vortrag. Es gibt viele Dinge, über die wir uns Sorgen machen müssten, aber ich möchte nur herausstellen, dass wir glücklich sein sollten, dass wir das Vorsorgeprinzip in den Verträgen haben. Und ich stimme auch überein, und ich denke, da kommen wir zusammen, dass die Herausforderungen der Umsetzung des Vorsorgeprinzips, und es gibt so viele normative Dimensionen davon, das ist genau das, was uns zusammenbringt. Und das bringt mich aber auf einen Meinungsgegensatz in der Diagnose. Die Diagnose ist, dass ich tatsächlich zustimmen würde, dass das Vorsorgeprinzip, dass die Anwendung tatsächlich nicht zwingend ist. Also es geht grundsätzlich um die Frage, ob man reagiert, ob man handelt oder nicht handelt. Das ist etwas, was ich eins der 28 normativen Dimensionen nenne. Es ist also nur eine von 28, aber eine sehr grundlegende natürlich. Aber wenn man dies auf einige der Fälle anwendet, und hier ist, glaube ich, unsere Meinungsverschiedenheit, zum Beispiel im Bereich von BSE, es ist tatsächlich wieder wahr, dass die Institutionen nicht verpflichtet sind, Maßnahmen zu ergreifen, aber die Institutionen der EU, ich bin hier nicht hier, um die EU-Institutionen zu verteidigen, aber das ist einfach das Level der Analyse hier. Die Institutionen sind natürlich gezwungen zu agieren bezüglich ein oder zwei Grundelementen des Vorsorgeprinzips. Das eine ist wissenschaftliche Sorge, das hast du erwähnt. Das andere ist das Ausmaß, die Stärke der schädlichen Effekte. Wenn es um menschliche Gesundheit geht, das ist bei WSE natürlich sehr offensichtlich, dann hat die EU einen risikobasierten Zugang. Und deswegen gab es ein völlig neues System der wissenschaftlichen Ratschläge, das dadurch losgetreten wurde. In Großbritannien hieß es also, es gibt keinen Grund zur Sorge, aber französische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagten, dass es Grund zur Sorge gibt. Und die wissenschaftliche Debatte hat also das Thema nicht erledigt. Was die Debatte entschieden hat, war, dass die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über BSE, und das war bevor die Kommission da Unheil angerichtet hat,
Die Entscheidung sagte, also selbst wenn die Effekte noch nicht sichtbar sind, das Normative, was hier ausgelöst wurde, war die Sorge um menschliche Gesundheit. Und es ist wieder eine normative Entscheidung, ob man einen Risikoansatz wählt oder nicht, einen Null-Risikoansatz. Das tun wir im Bereich der menschlichen Gesundheit. Wir haben also hier diese leichte Meinungsverschiedenheit. Ich denke, es ist auch... Die normativen Anliegen sind sehr wichtig. Und dies ist in der EU institutionell verankert. Und das müssen sie auch sein. Es gibt also keine Frage, dass die Gesundheit hier Priorität hat. Muss sie. Okay, danke. Ich bin nicht überzeugt, dass Gesundheit Priorität hat vor wirtschaftlichen Anliegen. Ich wünschte mir, dass es so wäre, aber ich glaube das nicht. Außerdem, wir können dies hier nicht in Länge verhandeln, aber etwas, was Sie sagten, als Experten sagten, dass BSE sicher sei, das war nicht korrekt. Die britische Regierung hat sich nur deshalb entschieden, ein Beratungskomitee zu installieren, weil sie wussten, dass das Ergebnis das sein würde, was sie haben wollte. Weil während es Wissenschaftler gab, die sagten, dass BSE nicht sicher sei, die gab es, aber die wurden ausgeschlossen von der Diskussion und wurden also aktiv auch heruntergeredet. Und ja, aber wir diskutieren das. Wir werden das diskutieren. Okay, vielen Dank.